Willkommen zurück zu einer neuen Runde Terraria. Nein. Wärst du mit dabei? Ja doch, du. Ich hab dich gezwungen. Nein. Ja doch. Wieso stellst du mich eigentlich immer noch vor? Ich meine, wir sind jetzt schon in Folge Haste nicht gesehen. Ja? Und du spielst dieses Spiel nur mit mir. Es kommt kein anderer vor. Ach, Menno, ich hoffe halt, dass das irgendwann, ne? Ich weiß auch nicht. Ja. Wieder Namen lernen oder so. Ich hab keine Ahnung. Ah. Ne? Weil es gibt ja Leute, die haben damit ein Problem. Mhm. Die wissen ja nicht, wer du bist, obwohl ich es ja immer wieder sage. Ja, ja. Ne? Na, vielleicht solltest du es dann doch nochmal sagen. Ne? Also mit dabei ist heute der Vestas. Ja, bist dir sicher? Hm. Könnte ja auch anders heißen. Nee, du heißt nicht Thomas, anders. Na gut. Gut. Wo heißen würde ich, würde mich umbringen. Oh ja, das glaube ich. So, was machen wir denn heute? Ich weiß nicht. Das ist cool. Ich würde sagen, wir sorgen wieder mal für Tod und Verderben. Wahrscheinlich eher so bei uns. Ja? Na gut. Also eigentlich so Standard halt und naja, unser Plan ist halt heute den neuen Hassmod-Boss. Wir haben einen Plan. Ja? Hör mir zu. Ja. Als ob. Ja, wir wollen in den Dschungel, wer hätte es gedacht, da waren wir schon lange nicht mehr. Und dort den Plantera besiegen. Können ja aber auch nichts dafür, wenn drei der neuen Bosse im Dschungel sind. Frei mir auch so ein bisschen so WTF, ne? Alles andere bekommt auch ein Redesign, ne? Und wo ist der Fokus? Im Dschungel. Ja. Stell dir mal vor, wir haben endlich mal ein Schneegebiet und da gibt's noch nicht mal einen Boss. Ja, da gibt's nur einen Miniboss. Da gibt's einen Miniboss? Ja, ein Eisgolem mit 3000 Lebenspunkte. Ja, warum haben wir den noch nicht gespawnt? Ja, den können wir nicht einfach so spawnen, der kommt da nur, wenn da gerade Blizzard ist. Oder halt bei Blutmond dann ein bisschen häufiger. Aha. Also, wenn Blizzard Entertainment mal meint, wir fügen den hier ein, dann kommt der oder wie? Ja, so nach dem Motto, it's done, wenn it's done. Okay. Das ist schon der hier. Nein, das ist normaler Schneefall. Sicher? Ja. Vielleicht sieht man doch. Kommt ein Blizzard, wenn es regnet bei uns? Nein. Auch nicht? Also, doch, dann eventuell. Keine Ahnung. Hast wieder keine Ahnung, aber ich habe mal wieder keine Ahnung, ja. Grundsätzlich sage ich immer nein. Wer schließt denn hier ständig die Türen? Ich. Warum? Weil ich das so von Haus gewohnt bin, dass man die Türen schließt. Weißt du, was ich dazu sage? Na? Du lässt die jetzt absichtlich offen. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Geh schon vor. Ach, du gehst schon zum Dschungel? Ja. Dann kannst du gar nicht sehen, wie ich meinen Regenschirm hier ausgefaltet habe. Ich mache ja wenigstens was Produktives. Pro was? Genau. Hast du denn jetzt Bett mitgenommen und das Zeug, was wir da aufbauen wollten? Nö, das habe ich gedacht, das machst du. Ich habe Holz, habe ich für dich mitgenommen. Oh, das ist ja toll. 128. Oh. Ja, wenigstens etwas. Ich nehme mein Bett sogar mit. Nein. Doch. Schön. Ja. Schlafen wir wieder im Eim, ja? Nein, ich schlafe da drin. Was du machst? Keine Ahnung. Ja, ich muss ja meinen Spawnpointer aussetzen. Aber nur in Spawnpoint, mehr nicht. Na gut. Mein Kissen behalte ich. Das ist meine Bettdecke. Suchen Sie sich gefälligst Ihre eigene. Ach, Bettdecke, mir ist nur Kissen wichtig. Okay. Naja, ja, wenn ich kein Kissen habe, dann kann ich auch nicht gut schlafen. Bei minus 20 Grad raus und trägst immer noch ein T-Shirt. Ja. Das ist sogar eine Tatsache, Leute. Das ist eine Tatsache. Ja. Deswegen sag ich, da denkst du, ich erzähle dir Lügen. Ich ziehe mir nur im Winter dann Mantel über mein T-Shirt. Nein! Doch, damit dann die Leute mich nicht immer so dämlich angucken. Du hast einen Mantel? Ich habe sogar zwei. Was ist das? Was zum Essen? Dörpling? Ich habe keine Ahnung. Dörpling, Dörpi Dörp. Dörpling. Was? Dörplings. Dörblinge. Mehrere. Ich lasse die gerade absichtlich am Leben und fliege drüber, weil ich sie dir zeigen möchte. Aha. Dörblings. Wo bist denn du? Dschungel. Ach, bist schon da, okay. Ich bin gerade ausweichen. Machen einen Heidenschaden. Ja, dann schaue ich mal, was du da jetzt schon wieder entdeckt hast. Jetzt wahrscheinlich Hardmode. Teile, Viecher. Die Dörblinge. Dörblinge. Komm endlich, ich bin gleich tot. Bin dabei. Beeil dich. Dschungel ist erreicht. Frisst die Dörblinge. Was zum Geier?
Das Schildkröten, war Schildkröten! Ach du Kacke! Die haben doch den letzten Schuss hier nicht gehört, hey. Bei Dörbling. Und diese Schildkröten hier, die rumspringen, als wären sie Ninja Turtles, meine Güte. Ja, das sind die Ninja Turtles. Ach du Kacke. Teenage Mew, natürlich. Ach, yeah. Ja, Hardmode. Ja, wir haben den Hardmode ja so auch noch gar nicht kennengelernt. Nee. In neuen Gebieten. Aber ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass jetzt hier im Dschungel so großartig was sich ändert. Obwohl, ich habe natürlich wieder vergessen, ne? Fokus hier in ja. dem Patch ist der Dschungel. Beziehungsweise hast du auch vergessen, dass wir jetzt im Hardmode uns ja befinden. Ja, zwangsweise. Geht ich ja nicht muss anders. Auch sagen, die neuen Viecher, die sie jetzt hier haben, die sind aber ganz schön heftig. Ja. Obwohl, es gibt ja auch neue Rüstung. Glaube ich auch neue gute ja. Rüstung. Also eine bessere als die wir anhaben. Die du anhast zum Beispiel. Die ja nochmal ein bisschen besser ist als meine. Ja, aber es gibt halt noch eine bessere. Nein. Doch. Oh. Ja. Erzähl mir ruhig mehr davon. Was gibt's denn da? Vielleicht tue ich das sogar. Dann mal los. Nee. Ich hab gesagt, vielleicht. Ich dachte, vielleicht ist ein wahrscheinlich. Mich doch nicht so. Nicht? Nee. Warum hast du nicht? Irgendwelche tollen Themen. Die nee, du hattest können. Irgendwelche tollen Themen, hast du gesagt. Ich hab Themen? Du hast tolle Themen. Soll ich die tatsächlich erzählen? Du ja, weißt, klar. Welche Themen ich hab. Ja, ja. Ich hab's vergessen. Oh. Außerdem dann weiß ich's auch nicht mehr. Macht das keinen Sinn. Das eine zu erzählen, denn das freut ja nur dich und nicht die, oder ärgert nur dich und nicht die Zuschauer. Angry Trapper. ETF, es gibt andere Maneater. Elite Maneater. Und Seeteufel. Und es ist verdammt dunkel. Will nicht mehr. ETF einfach nur. Gott. Riesenfledermäuse. Auf Doom? Auf Total Doom. Auf Total Doom. Giant Flying Fox. Was? Nicht nur fliegende Fische, jetzt auch noch fliegende... Füchse. Ach du Kacke. Ich hab das so vorgelesen, wie es da stand. Ach du Kacke. Das ist deine Riesenfledermaus, ja? Nein, das ist ein Giant Flying Fox. Ja, aber eigentlich Riesenfledermaus. Nein. Kennst du doch, es gibt, doch. Es gibt doch die Flughunde. Gibt es? Ja. Größere Fledermäuse. Okay. Nennt sich dann Flughund. Das ist ja, das dann ist es auch. Wahrscheinlich dann Flying Fox. Meint, kann ja sein, dass die irgendwie, ich weiß nicht. Weiß. Muss ich ja auch mal zugeben, weiß ich so nicht. Wie, du weißt etwas nicht? Nee, du weißt doch sonst alles. Die Tiere im Englischen heißen, besonders schlimm, finde ich, sind verschiedene Vogelarten. Alter, mit Vogelarten kannst du bei mir sowieso nicht kommen. Na? Ich bin froh, dass ich in Wellensittich kenne und ich weiß inzwischen, dass der nicht aus Deutschland kommt. Nein! Doch! Ja, ist aber meistens in Deutschland gezüchtet worden. Also indirekt kommt er vielleicht doch aus Deutschland. Deswegen war ich auch früher immer den Glauben, sie kommen aus Deutschland. Wo bist du eigentlich? Hast du jetzt schon was aufgebaut da? Nee, ich bin noch am Durchkämpfen. Ja, dann lass uns doch zusammen kämpfen. Dann haben wir eine größere Chance. Aber ich bin jetzt schon an dem besagten Höhleneingang gewesen. Da verreckt er wieder. Haben wir Blutmond? Der leuchtet so komisch. Ja, ich glaube aber nicht, dass wir Blutmond haben. Wurde auf jeden Fall nicht gesagt. Nee, wieder ich glaub, ein Giant Maneater. Wo ist denn jetzt dieser Eingang? Mal bei der Fackel hier, ne? Auch noch ein ganzes Stück weiter. Mach mal Karte auf, dann siehst du es. Nee, dann sterbe ich ja. Ja, dann musst du Karte schnell aufmachen, schnell gucken und schnell wieder zumachen und dann schnell wieder kämpfen. Nee. Nee, für schnell wirst du nicht bezahlt, ne? Nee. So, dein Tipp, du wirst gar nicht bezahlt. Ach. Ja. Ja, aber meinst du, denn schon dafür, allein dafür, dass ich nicht bezahlt werde, meinst du, dass ich jetzt mich hier noch groß bewege und körperlich tätig werde? Nicht mehr als sonst. Na also, sind wir uns da einig. Mauer mich jetzt ein, ich hab keinen. Mach das. Ich hol dich da nicht raus.
Obwohl, hier ist eigentlich überhaupt nicht. Trotzdem ja, erstmal eingemauert. Erstmal aus Prinzip einmauern. Ja. Das haben sie mit Berlin damals auch gemacht, ne? Einfach aus Prinzip erstmal einmauern. Scheiß drauf, was ihr zu sagen habt. Ich mauere mich ein. Genau. Macht doch, was ihr wollt, da. Ich hier nach Hause. So, richtig groß muss das hier doch sowieso nicht. Wenn nur ein Bett reinpassen. Mach ich jetzt ja, und hier. Du musst einen Spawnpoint setzen können, ne? Ja, aber das ist doch nur ein Bett muss rein. Ein Bett muss rein, eine Rückwand muss rein und, naja, der Raum muss geschlossen sein. Rückwand muss rein? Rückwand muss rein. Ah, ich hab einen Man-Eater in der Bude. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Das hatten wir ja damals mit unserer Bruchbude da ausgetestet. Falls du dich erinnerst. Aber der Man-Eater kriegt mich jetzt hier nicht mehr. Ja, Giant Man-Eater habe ich auch gesehen. Ja, das Problem ist, der hackt gerade hier und greift mich an. Oh nein! Ja, und ich bin doch hier immer in unserem Häusli. Ich habe auch nichts, was durch die Wand geht oder durch den Boden. Ist, ich sage mal, schlecht. Ach. Ja, wirklich. Wenn du das sagst, bin ich ja beruhigt. Weißt du, was noch schlecht ist? Nein. Bot-Using. Bot was? Using. Also wenn du Bots benutzt für verschiedene Spiele. Aha. Ja? Warum? Ja, weil Bots scheiße sind gegenüber... Machen wir das Spieler. Nicht alle? Nein. Okay. Ja, und Bots sind böse. Beispielsweise für das allseits beliebte Spiel World of Warcraft. Nein. Doch. Gibt es auch Bots, für die man ich sogar bezahlen muss. Ein bisschen spät mit diesem ganzen Bot-Scheiß. Das ist doch schon ein alter Hut. Ja, ja, aber die Sache ist jetzt die, so, dass Du willst mir sagen, da gibt's jetzt was Neues? Ja, ja, da gibt's ganz neue Bots. Nein, die Bots, die es da teilweise gibt oder gab oder was weiß ich, ne? Oder gegeben hat. Oder gegeben wird. Aha. Die, mussten ja teilweise überhaupt bezahlt werden von den, Benutzern, damit sie die wiederum überhaupt benutzen können. Ja. Ne? Und, jetzt hat sich der Blizzard eingeschaltet und hat gesagt, ja, hier, ne, Betreiber von, besagter Firma, die hier Bots vertreibt, ne? Bitte Name hier nennen, ja. Bitte Name hier nennen. Die wurde jetzt von Blizzard verklagt. Ja, richtig so. Und darf einen Schaden bezahlen von 7 Millionen Dollar. So. Diese Firma hat aber mit den Bots-Verkauf nicht mal 300.000 Dollar eingenommen. Ja. Ja, und der Firma wird es jetzt auf jeden Fall ein bisschen schlecht gehen. Das Problem ist, dass Blizzard natürlich diese 7 dann auch nicht kriegt. Ja, das sehe ich auch so. Ich hab schon die Türen. Ja, dann mal ran da. Dass du jetzt noch welche baust oder gebaut hast? Nee, ich hab dir nur das Holz rübergegeben. Jetzt komm ich hier mit meinem Bett. So. Spawn Point Set, yeah! Weil ich so super gebaut habe hier. Weil du einfach hervorragend gebaut hast. So, und jetzt müssen wir noch irgendeine Plattform bauen, ja? Kannst du die Nacht nicht abstellen? Ja. Wo willst du die denn hin haben? Hier hoch. Die Höhe. Besten ab hier. Ich gebe dir mal hier so ein paar Erdblöcke. Dann mach mal. Ich habe zwar auch was, aber du ich... Du bist so eine faule Sau. Nein, wirklich? Einfach nur, damit ich es hier nicht falsch mache. Deswegen. Was willst du da falsch machen? Du baust hoch? Hallo, ich? Hoch? Ich kann jede Menge falsch machen. Ne? Hoch? Ja. Ich sag, geh doch mal weg jetzt hier. Siehst hier du, das mache ich schon wieder falsch. Alle meckern mich immer nur aus. Ah, so, wir bauen jetzt hier hoch. Du hast die verbaut. Mir doch egal. Nur Erde, verdammt scheiße. Yay, yes, es wird endlich Tag. Und da unten sind drei Ninja Turtles. Mhm. Jetzt baust du hier eine Plattform nach links oder rechts. Oh. Was? Meinst du, das kriege ich hin? Weiß ich nicht. Vielleicht noch ein bisschen nach oben hier, damit auch wieder weniger Gegner ankommen. Na, wenn du das sagst. Ja.
wie es schon eine Schildkröte gerade erfolgreich geschafft hat, hier reinzukommen. Das sind halt Ninja Turtles. Ninja Turtles war nach wie vor eine super Serie damals in meiner Kindheit. Ja, waren ja auch gut. Eine Frage. Damals mit Frank Zander, der die Titelmelodie da gesungen hat. Oh ja. Beste. Immer auch der Lauer. Ich sterbe. Yay, yeah, ich habe GZ. Gestorben. Ich habe so, gesterbt. Die Wand ist hier schon mal hoch genug. Ich wurde aufgespießt. Mhm. Ich habe schon wieder gesterbt. GZ. Ich wurde brutal seziert. Mhm. Wer war denn dein Lieblingscharakter von den Teenage Mutant? Oh, ich mochte immer Leonardo. Weil zwei Schwerter. Weil zwei Schwerter, ne? Beste. Ich war immer